Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Shadow Warrior 2. Unterwegs in... Die hat aber ein schönes Haus gehabt, muss ich ja sagen. Im Haus von unserer neuen Gefährtin. Oder ist das wirklich das... Nee, das scheint doch hier... Oder hat die nur ein Apartment hier? Ich weiß es ja nicht. Aber ansonsten, ach, da wäre ein großer Aufzug. Okay, hier ist angeblich noch eine Kiste. Ach, guck mal. Mann, Dank. Da wäre noch eine Kiste. Und Muni. Gut. Geld, 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 Geld. Geld. Ja, und dann geht's ab nach oben. Wo wir da oben noch ein paar Leute zerlegen können. Aber interessante Art mit der Fahrstühle hier. Von nach oben gebeamt wird. Ne, gebeamt nicht. So, Skigeneration ist schön. Haben auch wieder auf dem Schwert was drauf an Ski. Das heißt, wir können jetzt nochmal dick Schaden machen und so. Da oben grunzt es fröhlich vor sich hin. Aber zuerst mal wird hier geplündert, was das Zeug hält. Da haben wir noch Geld. Und noch eine Kiste. Wie gehen wir jetzt hier am sinnvollsten vor? Die Dame ist widerstandsfähig gegen Gift. Ja, gut, dass ich so viel Sachen mit Gift ausgerüstet habe. Do you feel lucky, dipshit? Okay, es geht ja echt hier ein wenig ab. Pull yourself together, man. Dank für den Hinweis. So, ging gut. Freut mich. Kamikos Apartment. Also hat die wohl doch nur ein Apartment. Ich dachte gerade, ist hier alles ein bisschen, doch ein bisschen groß für ein einzelnes Haus. Aber zumindest kriegen wir hier wieder schöne Teile, die wir mitnehmen können. Upsala. Du hier schönes Verbrennung. So, da starten wir uns noch das Geld und dann geht es hier hinten weiter. Ist zumindest mal der Plan. Fresh ammo. Nothing like it. Ja, so neue Muni ist nicht verkehrt. Zack, zack, zack. Da wir noch leben, brauchen wir gerade nicht. Okay, where's the stuff we need? Oh, I don't keep any of that here. First place they'd look. What are you talking about?
We spent all this time breaking in here. I got blood all over my shirt. Why would we? I really wanted a cup of tea. You wanted a? I like tea, okay? Wait, you have tea here? Where the hell did you get tea? Zilla knows a guy. It's one of the perks. Can you put the kettle on? Look, I don't think we have time for that. Where are your notes? If I tell you, will you make me a cup of tea? No! I'm tired of this shit. I'm not your personal valet. Now where are your stupid notes? I gave them to Zing for safekeeping. Zing? Like, head in a box, Zing? You know someone else named Zing? He's the only person with any honor in Zilla's organization. Person might be stretching it, but you make a fair point. Wait, you know him? We met once, a long time ago, before he was on TV. I never expected him to go work for Zilla. Hey, you did it. I did it. We all make our choices. Guess so. Let's go see the big lug. What about my tea? No time now. At least bring it with you. Maybe Zing will have a kettle. Oh, and we should bring my keycard. Sure. Otherwise, how would they know we're visiting? You think I'm an idiot? This is the card I hacked. Full access, full anonymity. Okay. That is impressive. And pioneering Chi Tech isn't? I can't win with you. You shouldn't try. Na toll. So, dann müssen wir uns die Karte noch nehmen und ganz wichtig, ein Glückskeks. Eine rote Nase verbirgt einen makellosen Po. Gut zu wissen. So, dann... Achso, da hinten war noch was zum Plündern. Hätte ich ja fast übersehen. Leben haben wir voll. Dann hole ich mir auch erst hier die Kiste nochmal. Und... Oh, guck mal. Jetzt... Das Geld. Beziehungsweise die Karte. Geld hatten wir auch gerade. So, dann können wir jetzt wieder hier Zeug zerlegen. Wie es scheint. Da unten ist ein Gegner. Möchte er denn sterben, der Gegner? Scheint doch ein bisschen weiter weg zu sein. Na, dann nochmal aufladen. Ab nach unten. Oh, da oben haben wir eine Kiste vergessen. Okay, die scheint hier irgendwo auf dem Dings zu sein, wo wir nicht hinkommen. Alles klar. Dann lassen wir das. Begeben uns erstmal nach draußen. Ach nee, oder warte, wir gehen einfach da hoch. Und holen uns die Kiste hier. Ha, guck mal. So. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Sieben Schuss für den Bogen. Ich glaube, da sollte ich echt mal was machen, dass wir da ein bisschen mehr Kapazität haben. Wie gesagt, im Moment habe ich den Eindruck, es ist die Waffe mit dem größten Schadensoutput. Und Vorteil, sie ist halt lautlos. Das ist halt auch nicht zu verachten. Da wäre ein Checkpoint. Irgendwelche Gegner. Vorerst nicht. Wahrscheinlich sind sie auch dann da hinten. Wenn wir angekommen sind. Aber es ist auch ganz schön, mal hier ein bisschen ein paar Meter durchzulaufen, wo es etwas ruhiger ist. Ah, guck mal. Is that all you got?
So, da kommt was gehüpft. Ja, unsichtbare Gegner sind wirklich nicht meins. Ah, genau, ich glaube, die sind jetzt gegen Ski immun. Deswegen machen wir da wahrscheinlich verhältnismäßig wenig Schaden gerade. Aber gut. Sie sind erledigt. Da wäre noch jemand. Es ist doch nicht wahr mit dem Bogen hier. Wieso triffst du den auf einmal nicht mehr? Schieß mal auf die unbeweglichen Ziele. Ich glaube, sie möchten gerade nicht sterben. Aber irgendwie ist das ganz lustig, muss ich ja sagen. So, der hat trotzdem gesessen. Ja, also ich glaube irgendwie mit dem Bogen können wir zumindest noch einige One-Shots hier hinkriegen. Das macht die Sache doch deutlich angenehmer. So, hallo TV-Sender. Ach, du Heilige. Hier ist eine Menge los. Alter, dieser Bogen. Wenn man mal trifft, ist gut, aber irgendwie das mit dem Treffen ist nicht so einfach. Haben wir den erledigt? Noch nicht ganz, glaube ich. Nee. So, der Pistolentypi kommt weg, der kommt weg. Und weiter wird aufgeräumt. Ich glaube, die anderen sind jetzt alle im oberen Geschoss und haben davon nichts mitgekriegt. Na, wenn sie denn meinen. Die haben auch nicht großartig viel fallen gelassen, sehe ich gerade. Das ist nicht so schön. Scheint allgemein hier nicht so viel los zu sein. Wie gesagt, hier jetzt wieder ein paar Gegner. Könnten uns mal heilen. Sehe ich gerade. Lalalalalala. Geht doch. Ah.
get the point? So, das ging jetzt wieder etwas besser. Erfreulicherweise. Hier mit dem Jeep. Hier mit der Muni. Oh, hello, new ammo friends. You ready to kill some fuckfaces? Oh, ich glaube, ich habe gerade auf den Fernseher geschossen, aus Versehen. Falsch taste. Ich wollte eigentlich mal hier sowas machen. So, wir haben einen neuen Skillpunkt. Bringt uns gerade ein bisschen wenig. Aber das kommt noch. Ah, die sind doch ein bisschen schnell hier. Schneller als mir lieb ist. So, und jetzt noch einer. Hui. Ich glaube, den geht es jetzt nicht mehr so gut. Chi haben wir voll. Leben haben wir relativ voll. Und so viel haben wir auch nicht mehr, was wir mitnehmen könnten. Dann müssen wir da hoch. Ah ja, lad mal bitte auf. Hier so. Dann eben nicht. Die Frage ist, wie kommen wir denn da hoch? Ich kann mal dem Navi folgen. Ah, hier ist eine Treppe. Hier funktioniert das Navi wenigstens beim Gegensatz zu gewissen anderen Spielen. Hübsch. Ich glaube, dann können wir noch mit dem Kollegen reden. Dann sollte aber auch die Folge wieder zu Ende sein. Hallo Sing. Lange nicht mehr gesehen. Well, well, well. If it isn't my favorite corporate shill. Hello, Wang. How wonderful. I haven't seen you in ages. My goodness, you seem chipper. You'd be amazed what access to total media surveillance will do. Destroy your faith in humanity? Exactly. It's really quite amusing. It's like reality TV, only, you know, real. How did you get in here? Oh, I had a word with the guards. Sorry, I always messed that up. I had a sword with the guards. Now that sounds like the old Lo Wang. Does Zilla know about this? Now, this is strictly on the QT. I'm actually here for a friend, a Miss Kamiko. Kamiko? How is she? I was worried about her the last time we chatted. Seemed nervous. Tell him I'm fine. She's okay. Been through a rough patch, but hanging in there. She sent me to get her notebooks. Well, now this is awkward. She gave me very specific instructions not to give them to anyone. Come on, Zing! You know me! My point exactly! How do I know you're really here on her behalf and not just trying to sell her research to the highest bidder? Because, because... Okay, this is gonna sound silly, but she's actually inside my head. Come again? Her body got corrupted and her soul was sick? I don't really understand it, to tell you the truth. All I know is she's in here. That is ridiculous. Yes, it is ridiculous. It would make a wonderful TV show, though. I think so. If it were true, which it can't be,
Tell him I have to miss 4 o'clock club today. She wants me to tell you she's going to miss 4 o'clock club today. She... My word. What the fuck is 4 o'clock club? Kamiko used to come by every Friday at 4. We'd drink tea and watch Jackie Chan movies. Now that is adorable. You proved your point. The drives have tracking chips in them. I'll send you the chip IDs, that will tell you where to find them. See, you're the best. I wish you had a body right now so I could hug it. You mean the one you chopped up and tossed off a cliff? Yeah, that's the one. Yeah, I gotta tell you, I'm not sure I'm in the market for hugs right now. Fair enough. Na gut, dann, wo ist denn dieser Punkt? Neue Unterhaltung. Die hören wir uns auch noch an. My experimental data. This is the foundation of my work on ZL4906. You mean Shade? Shade is trash. Street crap. It's half of it is speed and heroin. People barely see anything. You tried this stuff? I invented this stuff. That's some heavy shit. So, you're responsible for all those junkies in town. Hey, everyone's responsible for themselves. Those people are buying dirty stuff and getting hooked on other drugs. That's on them. I don't take drugs. I conduct experiments on research compounds that provoke visionary reactions. Yeah, yeah, you get high on your own supply. You have no idea what you're talking about. Na gut, dann schauen wir doch mal. Dum, di, dum, di, dum. Ich glaube, hier haben wir jetzt echt nichts mehr zu tun fürs Erste. Meter höher. Sieht gut aus. Ich denke, da kriegen wir was gebacken. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen erstmal an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.